Hallo Freunde des Maronenschadens, willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Was habe ich heute für euch? Heute ist wieder mal Rehvisite angesagt in einer alten Ziegelei im Bergischen Land. Ist immer sehr interessant und auch immer sehr interessant zu sehen, wie sich die Sachen so entwickeln. Wenn ihr Spaß und Lust habt, bleibt bei mir und wir drehen dann die Runde gemeinsam. Bis später. Schon der erste Eindruck beim Betreten des Geländes lässt erahnen, wie lange es schon leer steht. Fast 50 Jahre schon. Im November 1998 nahm der Hilgener Dampfziegelei GmbH ihren Betrieb auf. Eine bewegte Historie führte das Werk durch Funktionen und Übernahmen. Zwei Weltkriege und erneute Trennung bis hin zur endgültigen Schließung 1975. Von den zwei Schornsteinen, die das Werk besaß, musste einer bereits aus Sicherheitsgründen kontrolliert gesprengt werden. Der zweite Schornstein weist noch immer sichtbar auf vergangene Zeiten hin. Wahrscheinlich durch die damalige Sprengung verursacht, passiere ich ein länglich eingestürztes Gebäude, aus dem sogar massive rostige Stahlträger geborsten und verformt zum Himmel ragen. Oh, ich will also jetzt nicht lügen, aber ich meine, der letzte Besuch ist 2 Jahre her. Aber ich muss auch sagen, bis jetzt hat sich noch nicht viel verändert. Ich bin zwar noch nicht weit gekommen, aber das sieht nicht so aus, als wenn hier groß Vandalismus ist. War das ja auch so ziemlich, ziemlich auseinanderbricht so langsam hier. Wenn man sich die Risse in dem Kamin anguckt, ist schon ganz ordentlich. Also wird nicht mehr lange dauern und weg hier sein. Und dann liegt er da. Schauen wir mal weiter. Riesige, in sich zusammengefallene Betondecken und werden gestapelt wie Spielkarten dazwischen. Ich laufe weiter zum Schornstein und entdecke den noch besser erhaltenen Hoffmannschen Ringofen mit seinen vielen Brennkammern. Man kann hier noch gut erkennen, wie kunstfertig so eine Ringofenanlage einst gebaut wurde. Die dicken Mauern aus unterschiedlichen rotfarbigen Klinkersteinen, die vielleicht sogar in dieser Ziegelei gebrannt wurden, und die dekorativen Rundbögen der Brennkammern sehen wirklich toll aus. We'll be right back.
Mittlerweile mischen sich auch zu den roten Ziegelsteinen auch verschiedene Grüntöne. Von Moosen, Flechten und Farnen, die in dieser Ruine ein Zuhause gefunden haben. Seit der Stilllegung 1975 ist dieses Gelände sich selbst überlassen. Die angrenzende Tongrube wurde geflutet und 1983 unter Naturschutz gestellt. Nach meinem jetzigen Besuch im Oktober 2023 konnte ich glücklicherweise feststellen, dass sich der Vandalismus nicht weiter ausgebreitet hat. Hier und da waren ein paar Kleinigkeiten, aber ansonsten alles noch im gleichen Zustand wie vor einem Jahr. Sagen wäre vielleicht noch, dass es von Seiten der Stadt einen Bebauungsplan gibt, der aber leider bis jetzt noch nicht umgesetzt werden konnte, aus welchen Gründen auch immer.
runter erkennen, den Schrägaufzug, wo der Ton oder die Erde aus der Grube hier raufgezogen wurde zum Verarbeiten. Jetzt, wo ich diesen Schrägaufzug wieder sehe, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt an das Video von aus dem Steinbruch. Hoppala. Ich verlinke euch das mal hier oben. Und das sieht dann nämlich genauso aus der Grube. Ist bestimmt interessant für euch, wenn ihr euch für sowas interessiert. Bleibt dran, wird bestimmt noch spannend. Bis später. Haben wir alles gesehen hier. Also mein Fazit von dieser Location, die hat sich nicht großartig verändert. Ist halt nur, dass hier und da oder ein bisschen mehr einstürzt, aber das bleibt ja nie aus. Ach, manchmal eine ganz schöne Kraxelei. Ne? So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Gerne auch wieder Kommentare und Anregungen unter Video. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, seid ihr natürlich immer auf dem Laufenden, wenn es was Neues gibt. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. In diesem Sinne, bis später. Ciao. Ich habe mir überlegt, dass der Wetter nicht so schön ist. Da kannst du auch noch eine Runde mit der Drohne drehen. Also bleibt dran, wir drehen noch eine Runde. Bis später.